Es ist Mittwoch, der 16. Dezember. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen Tag mit einem Wort aus Epheser 3, 20 und 21. Dem, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier und da nosche ich ein bisschen im Internet umeinander. Und so auch diesen Morgen, da war ich auf der Jerusalem Post. Das ist eine Zeitung, die ist auch im Internet einsehbar. Und da habe ich einen kleinen Artikel gefunden, einen Blogger, das heisst einer, der hier und da eben etwas schreibt, so frisch ab der Leber. Und da ist um eine Frage gegangen, die ich muss sagen, das ist genau die Frage, die wir uns heute stellen, nämlich, welches ist das Mass von der Liebe? Er hat sich entsetzt, er hat etwas beschrieben, das ihm nicht in den Kopf ist, das nicht in sein Herz hineingepasst hat, etwas, das alle Mass eben überschreitet. Und darum unsere Frage heute, welches ist das richtige Mass von der Liebe? Ich habe hier ein Litermass vom Käser und hier auch noch ein Zentiliter, also 100 Zentiliter, geht dann irgendwann auch so einen. Und dann muss man sagen, mit welchem Mass soll man eigentlich messen? Der Hintergrund von der Story ist der, Jod, ich weiss nicht genau, ist es ein Rabbi oder nicht, aber es hat mich ein bisschen gedacht, er redet aus diesem Blickwinkel. Er war unterwegs in Schwarzafrika mit einer Gruppe von Leuten, mit einer Hilfsorganisation, die ROCK heisst, also Fels. Und die setzen sich in diversesten Ländern ein für die Allerärmsten, für Waisenkinder, für AIDS-Opfer und so weiter. Und die waren unter anderem auch in Simbabwe, wo der Robert Mugabe das Zepter schwingt und mit der Geisel knallt. Und dort sind sie einem weissen Farmer begegnet, einem von diesen 10% Weissen, die noch geblieben sind, die sagen, mal, das ist gleich unsere Heimat, das ist gleich unser Platz. Einer, der sich für Gerechtigkeit hat eingesetzt hat, der auch Unrecht hat probiert, helfen aufzudecken und Entrechteten hat probiert, wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Was ist passiert? Man hat ihm seine Farm angezündet und man hat ihn ganz übel zugerichtet. Der Schlägertrupp ist eingebrochen bei ihm und sie haben ihm sogar den Schädel eingeschlagen. Der Farmer ist also bös reingeschlagen worden, ist nachher auch noch in Gefangenschaft gewesen und auch gefoltert worden, weil man ihn dazu bringen und bewegen, aus diesem Land rauszugehen, für nicht mehr als Querschläger und als Christ dort drinnen zu sein und als jemand, der Wahrheit ein bisschen nachgespürt. Und als er gefoltert worden ist, währenddem hat er einen von seinen Peiniger am Hosenbein gehabt, hat er das irgendwie erwünscht und hat gesagt, Gott segne dich, Gott segne dich. Und der Jod, als er das gehört hat, als er die Geschichte aufgerollt hat, als er später den Mann besucht hat, hat er gesagt, das kann ich nicht verstehen. Das geht über mein Verständnis, das geht über das Mass aus, das ist überhaupt nicht gut, was du hier gemacht hast. Als Jod, der das Alte Testament kennt und auch noch ein bisschen ins Neue hineingeschaut hat, ist er über das nicht hinweggekommen. Er hat sich damit innerlich angefangen auseinandergesetzt. Er hat eine Antwort gesucht auf den inneren Konflikt, den er plötzlich hatte. Er ist heim, er darf schreiben, dann hat er gesagt, oder eben geschrieben, ja gut, also, finden soll man ja lieben, das steht im Alten Testament, das steht sogar in dem Neuen, wo die Christen haben. Und das heisst, wenn die einen auf die rechte Backe schlägt, dann kannst du ihm die linke herhaben. Das ist der Mensch, der vielleicht sein menschlich Find liebt. Aber wie kann man den Finden von Gott lieben? Die soll man doch hassen. So Leute wie Robert Mugabe und seine Mannschaft, Serienkiller, Diktatoren, Unterdrücker, dass sie Finden von Gott. Es kann nicht sein, dass man die so lieben. Das heutige Wort redet von dem Mass, das er selber sieht. Nicht vom Hundertsten oder vom Tausendsten, sondern von dem, was man nicht einordnen kann, von dem, was Leute darüber fast irre werden, warum sind Christen so, warum ist Liebe so, wie ist das überhaupt möglich, Mörder, Totschläger, Quälgeister überhaupt noch gern zu haben und sogar noch zu segnen. Sie können nicht damit umgehen. Es passt nicht in ihr Denkschema. Das ist das, was der Paulus sagt, überschwängliche Liebe. Eine Liebe, die über das Verständnis ausgeht. Derjenige Christ, der das gemacht hat, hat der später noch gesagt, ja wisst ihr, in 2 Jahren gibt es hier freie Wahlen. Und das, wo man sich eigentlich noch dazu muss denken, ist, wo wird Gott solche Menschen, die sich in der Krise so bewährt haben, die ihre Finden so annehmen, lieben und segnen.
wo wird er sie positionieren? Was für einen Einfluss wird er ihnen geben? Es wird auch etwas sein, das über das normale Mass ausgeht. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.